Hallo. Hast du schon einmal an einem Teich gestanden und verschiedene Vögel beobachtet? Dann sind dir bestimmt die vielen unterschiedlichen Vögel aufgefallen, die es dort gibt. Bestimmt hast du auch gesehen, dass einige der Vögel im Wasser nach Nahrung suchen und andere zum Beispiel am Ufer. Wieder andere tauchen auch zum Teichboden hinab, um dort etwas zum Fressen zu finden. An diesem einfachen Beispiel siehst du, wie Tiere, die einen einzigen Lebensraum bewohnen, sich in unterschiedlicher Weise angepasst haben. Man sagt auch, sie haben unterschiedliche ökologische Nischen. Was das genau ist, siehst du in diesem Video. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.